Was wäre denn, wenn es ein Leben nach dem Tod gäbe? Dann müssten wir uns einige Fragen stellen. Vor allem, bleiben wir dann dieselbe Person oder werden wir irgendwie anders? Löst sich unsere Identität auf? Können wir uns noch erinnern an das, was wir in diesem Leben gemacht haben? Beziehungsweise, wenn wir wiedergeboren werden, können wir uns noch erinnern an das, was dann wir im Jenseits geschaut haben? Und zuletzt, kehrt das alles dann immer irgendwie wieder? Oder ist das Ganze ein Alpha und Omega, ein Anfang und Ende Prozess? In diesem Video möchte ich dir einen Überblick geben über die verschiedenen Vorstellungen aus unserer Kulturgeschichte zu diesen, unterschiedlichen Aspekten, damit du das Ganze auch für dich ein bisschen näher sortieren kannst. Viel Spaß dabei. Ein kurzer Disclaimer voran: Ich selbst möchte solche Vorstellungen von einer Postexistenz nicht propagieren und ich glaube auch selbst nicht daran. Aber ich denke, es ist ganz wichtig für das Verständnis der eigenen Kultur, auch das Verständnis von anderen Kulturen und überhaupt auch für das Verständnis von philosophischen Positionen, diese Möglichkeiten doch einmal mit ihren Konsequenzen und in ihren Details etwas durchzugehen. Also viel Spaß dabei. Die eine Frage, die sich also stellt bezüglich einer postmortalen Existenz, ist die: Gibt es eine Art von personaler Kontinuität? Bleibt meine Identität irgendwie erhalten? Bleibe ich selbst oder zergeht das? Diejenigen Religionen und Vorstellungen, die beinhalten, dass man belohnt oder bestraft wird, dass es da irgendeine moralische Konsequenz gibt für das, was man im Leben getan hat, die müssen natürlich darauf bestehen, dass diese Kontinuität bestehen bleibt. Dass man also in dieser postmortalen Existenz auch zur Rechenschaft gezogen werden kann, das wäre ja natürlich nicht möglich, wenn ich selbst jemand ganz anderes werden würde, wenn diese Identität vergehen würde. Dann gäbe es ja auch keine Person mehr, die Verantwortung übernehmen könnte für dasjenige, was sie eben getan hat oder unterlassen hat. Überhaupt alle Vorstellungen, wo man vor ein Gericht kommt, wo man dann mit den eigenen Taten konfrontiert wird, wo das Ganze gewichtet wird und wo man dann mit einem Urteil zu rechnen hat, die gehen natürlich davon aus, dass man irgendwie auch derselbe bleibt in dem Jenseits. Derjenige, auf den sich das Urteil bezieht, ist auch derjenige, der die Strafen getan haben muss. Also in Systemen wie im alten Ägypten, wo man dann vor Anubis kommt als dem Richter, der das eigene Herz wägt gegen die Gerechtigkeit, oder aber auch im Manichäismus oder bei den Christen natürlich, wo es um das eigene Seelenheil geht, wo man belohnt oder bestraft wird, wo man ins Fegefeuer kommt und noch Buße tun kann für dasjenige, was man verbrochen hatte, ist es dann die eigene Seele, die wieder auferstehen muss. Da muss ich als diejenige Person, die im Leben gefehlt hat, auch diejenige sein, die dann zum Beispiel im Fegefeuer Buße tut für die schlechten Taten, die sie begangen hat, und letztlich auch beim jüngsten Gericht als eine solche Identität wieder auferstehen, um dann den letzten Richterspruch zu hören und dann eben die ewigen Höllenqualen zu erleiden oder aber doch noch in das Reich Gottes aufgenommen zu werden. Im Buddhismus ist das zum Beispiel anders. Die Karma-Stränge, die sich aus meinen eigenen Handlungen ergeben oder in die ich mich durch meine eigenen Handlungen verstricke, die werden nicht an mich gebunden und ich werde dann mit dem Gesamtpaket meines Karmas wiedergeboren als sozusagen dieselbe Person, sondern diese Karma-Stränge sind unabhängig voneinander und formen dann wieder andere Organismen. Da also gibt es keine personale Identität zwischen der Existenz, also dem, was ich jetzt bin, und dem, was ich dann später sein werde, sondern das sind unterschiedliche Teile von mir selbst. Es gibt dort keine einheitliche, kontinuierliche Seele, sondern es ist etwas Fließendes, etwas Dynamisches und etwas, das auch fragmentarisch ist. Das bedeutet, dass eben teilweise in andere Seinszustände dann übergehen kann, andere Lebensformen bilden kann, die in ihrer auch moralischen Identität nicht zurückzuführen sind auf jetzt mich als Gesamtperson. Und das macht natürlich auch Sinn vor dem Hintergrund des Buddhismus, dieser ja auch nicht der Glaube an eine kontinuierliche Identität, die sich durchhält durch die Zeit, sondern die Auffassung von einem Selbst, das durchaus sich wandelt, das sich verändert, das nicht festzulegen ist und wo es auch verfehlt wäre, eine ganz eindeutige Identitätszuschreibung zu machen. Und noch eine dritte Möglichkeit ist, dass ich selbst aus Teilen bestehe, Seelenteile, die individuell sind und die vergehen, und solchen nicht individuellen Seelenteilen, die aber eben fortexistieren. So ist es zum Beispiel bei Aristoteles. Er geht davon aus, dass dieser individualisierende Teil meines Selbst, das ist der Stoffteil, das ist derjenige, der aber mit dem Tod dann vergeht. Während der überindividuelle oder nicht individuelle Teil, der reine Geist, eben eigentlich fortexistiert.
Da kann man sich natürlich fragen, was interessiert mich das dann noch, wenn ich fortexistiere in einer Art und Weise, die, ja, wo es diese Kontinuität, wo es auch dieses Bewusstsein, wo es diese Seelenidentität nicht gibt. Es ist nur eingebettet in diese Gesamtweltanschauung von Leben, von dem, was der Mensch ist, von dem, was die Tiere sind, in dem dann eben das so Sinn macht, wie es das für Aristoteles macht. Ein anderer wichtiger Vertreter für diese Auffassung in einer anderen Weise ist Arthur Schopenhauer. Für ihn ist es auch so, dass wir letztlich eigentlich weiter existieren. Wir sind ja auch nur eine Ausdrucksform des Willens und dieser Wille wird auch weiter wirken. Die Erscheinungsform unserer Individualität ist sowieso nur so etwas wie eine Illusion und die wird auch vergehen mit unserem Tod. Aber ja, das, was uns eigentlich ausmacht, diese Lebenskraft, wenn man so möchte, das ist auch etwas, das dann weiter wirken wird, das auch weiter in der Welt vorkommen wird. Die zweite große Frage, die sich bezüglich einer Postexistenz stellt, ist die nach Vergessen und Erinnern. Gibt es da eine Art von Kontinuität, von Erinnerung? Können wir uns zumindest vielleicht potenziell an das erinnern, was wir in unserem vorherigen Leben oder in dem Jenseits dann erfahren haben? Können wir uns im Jenseits an unser Leben erinnern? Oder gibt es dort irgendwelche starken Brüche? Recht eindeutig ist natürlich, dass in den Vorstellungswelten, in denen wir dann auch vor Gericht geladen werden, es so eine Art von Erinnerung an unser Leben geben muss. Nach unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit müssen wir uns irgendwie vergegenwärtigen können, dasjenige, was wir getan haben und für das wir dann zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn nicht, dann wäre das so etwas wie in einer Geschichte von Kafka, dass wir ja vor Gericht stehen, aber irgendwie gar nicht wissen, wofür. Man neigt dazu, das Erinnern dann als positiv zu konnotieren und das Vergessen als negativ, aber so unbedingt ist das ganz gewiss nicht festzumachen. Man muss auch bedenken, dass für viele das Leben auch ja, ein großes Leid beinhaltet und es auch eine große Hoffnung, ein Trost sein kann, dass das Ganze irgendwann mal enden wird und man nicht gefangen sein wird in ja, der ständigen Erinnerungen an alles das Schlimme, was gewesen ist, als an all den Schmerz, den man erlebt hat. Es gibt sogar diese tradierte Vorstellung von der Hölle als eine Art von Bühnenstück, in dem man dann als ein ja, Gast, ein Zuschauer eben zusieht, wie all das ganze Leben vor einem noch einmal abgespielt wird. Also wirklich als eine Hölle, als eine Bestrafung. Man sieht die ganze Zeit immer und immer wieder, welche Fehler man selbst begangen hat, all der Schmerz, der entstanden ist und der einem selbst widerfahren ist. Und das Ganze eben immer und immer und immer wieder in die Unendlichkeit hinein. Also das Nichtvergessen als eine ganz große Bestrafung, als die Hölle schlechthin. Bei den vier Flüssen der Unterwelt in dem antiken Griechenland, also neben dem Styx oder Acheron, gibt es ja dann noch den Phlegeton und den Kokytos und dann eben auch noch die Läthe. Das ist die Dunkelheit, das ist aber auch der Fluss des Vergessens. Die Läthe nimmt alles das auf, was dann wieder in die Verborgenheit, könnte man nach Heidegger sagen, zurückfließt. Alles das, was unser Dasein ausgemacht hat als etwas, als eine Art von Existenz, die eben ins Licht gerückt ist. Das alles schwimmt dann in jene Dunkelheit hinein und kann dann vergessen werden. Das ist auch etwas, das uns weiter nicht mehr belasten muss. Es ist etwas, das unsere Existenz nicht mehr anhaften muss, das uns vielleicht auch zurückziehen, festhalten, binden und uns in Schmerz festhalten würde. Mit dem Fluss der Läthe ist nicht nur etwas Negatives verbunden, sondern es bedeutet eben auch Dinge vergessen können, das eigene Leben hinter sich lassen können, womöglich auch frisch sozusagen in eine neue Existenz starten zu können, in eine weitere Runde in diesem zyklischen Welt- und Lebensbild, wie sich das die Griechen lange Zeit noch vorgestellt haben. Und das ist gewiss kein Zufall, dass es ein Fluss ist, der diese Erinnerungen mitnimmt in die Dunkelheit. Der Tod kann aber auch eine ganz große Erkenntnis sein. Der Tod als eine Initiation ist nicht nur etwas, was in der Antike sich so gedacht wurde, sondern es ist auch etwas, das heutzutage immer noch in verschiedenen ja, spirituell esoterischen Regionen so verstanden wird. Es fällt uns dann wie Schuppen von den Augen. Wir werden alles das verstehen, was wir vorher nicht verstanden haben. All die Zusammenhänge, das große Ganze wird uns dann bewusst werden. Das Ganze ist eine Reise, wo uns die Augen aufgehen, wo wir mehr verstehen werden, wo wir vielleicht auch für den Übergangszeitraum bis zu unserer nächsten Existenz dann einen tiefen Einblick in das wahre Wesen der Welt gewinnen.
Platon jedenfalls hatte sich das ähnlich gedacht. Für ihn ist es ja so, dass, ja, Soma est Sema, sagt man, also dass das der Körper, der Leib eigentlich ein Grab ist. Das Leben ist nicht das wahre Leben, der Tod ist das wahre Leben. Wenn wir gestorben sind, dann werden wir in dieses Ideenreich aufgenommen. Wir sind ja eigentlich Himmelsgewächse, keine Erdentsprossenen für ihn. Und daher kehren wir sozusagen mit unserem Tod in unsere Heimat zurück. Das ist dieses Reich des Geistes. Dort erkennen wir dann all die Ideen. Dort verstehen wir das wahre Wesen aller Dinge. Dort sind wir ganz bei uns. Dort sind wir ganz auch im Einklang mit der, ja, der realeren Realität. Und dass das Jenseits ein Ort ist, wo man mehr versteht, ein Ort der Erkenntnis, ist wiederum eine Tatsache oder ein Narrativ, das dann verwendet worden ist für andere Vorstellungen. Man denke da zum Beispiel an diese vielen Jenseitsreisen, die in der Literatur stattgefunden haben, zum Beispiel an Dante Alighieri, an die Divina Commedia, die göttliche Komödie, wo es dann Dante selbst ist, der eben unter der Führung von Vergil oder später Beatrice durch das Jenseits reist, einmal durch natürlich Fegefeuer und Hölle und dann aber auch durch den Himmel und auf diese Art und Weise Einblick bekommt in ja, den Aufbau der Jenseitswelt und das Ganze ist ja dann auch eine transformative Erkenntnis, etwas, das ihn selbst verändert und gereinigt dann durch diese Reise, kehrt er selbst sozusagen in sein Leben zurück und lebt das dann dementsprechend. Unterteilt natürlich, wenn man in dieser Fiktion drin bleiben möchte, auch den anderen Menschen auf der Welt mit, wie es da aussieht und dass sie ihr Leben dementsprechend dann anzupassen haben an ja, das, was ihnen dann blüht danach. Und man kann das Erinnern oder Vergessen auch als eine zentrale Streitfrage für diese Postexistenz machen. In der klassischen Orphik, in dem antiken Griechenland, da drehte sich die zentrale Lehre darum, wie man sich an dieser Reise in der Unterwelt zu verhalten habe. Insbesondere der Punkt, ob man eben etwas isst oder trinkt, sich an diesen Quellen labt, die den Verstorbenen zur Verfügung steht, ist das Entscheidende. Der orphische Geweihte ist derjenige, der es schafft, auch nicht von diesen Quellen zu trinken, weiterzugehen und auf diese Art und Weise vor der Strafe der Wiedergeburt entkommen zu können. Dass man in der Unterwelt verbleiben muss, wenn man dort etwas isst oder trinkt, ist auch etwas, das vielen Leuten vielleicht bekannt vorkommen könnte. Es ist auch Orpheus und dort dann eben Eurydike und der Granatapfelkern, aber es ist auch etwas, das später in Märchen oder Geschichten vorkommt. Wenn man in dieser Unterwelt ist und dort etwas isst, etwas Nahrung zu sich nimmt, dann ist man dazu verdammt, auf ewig da zu bleiben. Die dritte große Frage, die sich bezüglich einer Postexistenz stellen würde, wäre natürlich die, ob das Ganze etwas Zyklisches ist, also etwas, das immer und immer wiederkehrt in einem ja, ewigen Kreislauf, oder ist das Ganze eine lineare Angelegenheit? Gibt es da einen Anfang und ein Ende? Die erste mögliche Antwort darauf ist natürlich, dass das Ganze eben linear verläuft. So kennt man das eben aus dem Christentum. Es gibt da ein Alpha und ein Omega. Es gibt die Erschaffung der Erde durch den Schöpfer Gott und es gibt dann letztendlich das jüngste Gericht und danach die Ewigkeit. Es gibt einen großen Heilsplan, den Gott gestrickt hat, bis dann eben zu dem Ende, ta Eschata, die letzten Dinge. Und dort gibt es dann auch keinen Neuanfang. Das Ganze wird, soweit es in dieser Vorstellungswelt der Christen eben vorkommt, auch nicht wieder von vorne angefangen oder dergleichen. Ähnlich ist es auch im Islam. Auch da hat man dann einmal die Gelegenheit zu leben und sobald es dann vorbei ist, kommt man dann in Himmel oder Hölle. Es kann vielleicht auch noch etwas weiteres folgen, aber die Gelegenheit dieses Lebens hier auf Erden war eine einmalige Gelegenheit. Und damit ist das Ganze ein ganz und gar linearer und kein zyklischer Prozess. Im Zoroastrismus zum Beispiel war es so, dass es ja, mehrere Zyklen gibt, eigentlich vier mit 3000 Jahren und dann geht es über in einen linearen Verlauf. Das heißt, ganz am Ende gibt es dann diese große Auseinandersetzung noch einmal zwischen dem bösen Geist und dem Heiligen Geist und dann siegt eben Ahura Mazda, der allweise Schöpfergott und dann geht es über in eine Nunc Stans, in ein ewiges Sein, in dem dann kein Geschichtsverlauf mehr stattfindet. Zyklische Vorstellung bietet zum Beispiel der Hinduismus. Das war wohl von früh an so, also auch schon in den Veden. Und dort allerdings nicht sonderlich negativ konnotiert. Das hat sich dann erst verändert mit der sogenannten pessimistischen Wende, etwa ab dem 7. Jahrhundert vor Christus. Dort beginnt man diese Notwendigkeit der ewigen Wiedergeburt eher negativ zu sehen. Man betont stärker das ständige Leid, das dadurch wiederkehrt, dass man nicht herauskommt aus diesem ja, Rad der Wiedergeburten, das ewige Rad.
und dass man das doch eben versuchen möchte. Das heißt, es haben sich mehr Angebote und mehr Interesse auch gebildet bezüglich Möglichkeiten, diesem Leidensrad, dieser ewigen Wiederholung von Schmerz zu entgehen, und Moksha, diesen Zustand der Unbedingtheit, des Nicht-Wiedergeboren-Werdens zu erreichen. Daher dann eben auch die Brahmanen, diejenigen, die schon die Möglichkeit gehabt hätten, sozusagen aus diesen Wiedergeburten herauszutreten, aber entschieden haben, aus Mitleid mit den Mitgeschöpfen, mit den anderen Menschen zurückzukehren und ihren Mitmenschen zu lehren, zu helfen dabei, ebenfalls das Rad der Wiedergeburten zu verlassen. Auch Yoga, was ja viele Leute nicht ganz wissen, ist zusammen mit dieser theoretischen Begleitung und Fundierung im Samkhya eigentlich eine Strategie und auch eine praktische Übung, um aus diesem Rad der Wiedergeburten letztlich auszusteigen. Und der Buddhismus geht in diesen zyklischen Vorstellungen und in seinen Konsequenzen auch noch einen Schritt weiter. Das ist ja auch ein Derivat des Hinduismus historisch gesehen. Und zwar gibt es dann dort eben diese vier edlen Wahrheiten, die letztlich zu dem achtfachen Pfad führen und wo man dann versucht, durch Wissen auf der einen und Askese auf der anderen Seite diesen Lebensdurst erlöschen zu lassen und durch die Einsicht darin, dass das Samsara letztlich auch schon das Nirvana ist, in dieses Nirvana überzutreten. Aber auch die antiken Griechen hatten zyklische Vorstellungen von dem Kosmos, so bei Herodot, bei Empedokles, bei den Pythagoreern, auch bei den Orphikern, die ich schon erwähnt hatte. Manchmal hat es sich um 3000, manchmal um 30.000 Jahre gehandelt, die das Ganze dauert, um sozusagen diese vielen unterschiedlichen Formen durchzugehen. Der einzelne Mensch ist auch jemand, der zum Beispiel bei Empedokles durch Feuer, Wasser, Erde, Luft und durch alle anderen Daseinsformen letztlich sich immer wieder neu erschafft. Dass dieses Wiedergeborenwerden in die Welt etwas negativ konnotiertes ist, ist im Übrigen vermutlich, auch wenn das nicht bewiesen ist, beeinflusst durch diese indischen Lehren, also diese sogenannte pessimistische Wende, die ich erwähnt hatte, die hat wohl auch indirekt Einfluss genommen auf das dann, was bei Pythagoras und bei den Orphikern als negativ wahrgenommen wird, als eine Vorstellung davon, dass man wiedergeboren wird, dass das auch eine Art von Strafe ist für eine Schuld, die man zuvor auf sich geladen hat, dass man da in ein Verhängnis eingebunden ist und dass man immer wieder durch eine Wiedergeburt in die Welt bestraft wird. Eine andere Version davon ist natürlich, dass die Welt zwar linear bleibt, aber eben nur die eigene Seele sich immer wieder zyklisch inkorporiert, transmigriert, so zum Beispiel in Platons Theaetetos. Das bedeutet, die Welt geht weiter, aber die Akteure bleiben immer dieselben, auch wenn sie in immer neuen Gestalten auftreten und einander natürlich auch begegnen. Wenn aber Kosmos und Seele beide zyklisch sind und gemeinsam sozusagen diese Zyklen vollziehen, dann hat man Vorstellungen wie zum Beispiel in diesen nordischen Mythen des Ragnarök, wo wir immer wieder erneut diesen Weltenlauf durchleben, immer wieder die verschiedenen Kräfte gegeneinander kämpfen und wir immer wieder in anderer Gestalt vielleicht auch etwas in derselben, auf diese Erde kommen, inkorporiert werden und dort immer wieder unseren Mut beweisen können. Oder uns irgendwie in diesem großen Wertsystem sozusagen, in diesen Vorstellungswelten positionieren. Ebenso natürlich in der Vorstellung von der ewigen Wiederkehr, das Gleiche bei Nietzsche, das ist gewissermaßen auch eine logische Konsequenz aus der Ewigkeit, wenn man sie mal zu Ende denkt, dann muss natürlich immer alles wiederkehren und auf die ganz, ganz lange Zeit gerechnet, dann auch immer alles genauso, wie es gerade eben schon mal war. Auf diese Art und Weise muss man sich selbst sozusagen immer und immer wieder in die unendliche Wiederkehr auch der eigenen Person, sogar der eigenen Situation hineindenken. Ja, das sind die unterschiedlichen Vorstellungen zu dem Thema der Postexistenz bezüglich eben der Identität oder Auflösung der Identität, bezüglich dem Erinnern oder Vergessen und eben bezüglich der Linearität oder der zyklischen Wiederkehr. Ich habe dir einige dieser Vorstellungen und Meinungen aus der Kulturgeschichte zu diesen unterschiedlichen Positionen präsentiert. Ich hoffe, das konnte dir ein bisschen einen Überblick verschaffen, dich vielleicht auch etwas unterhalten und hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ansonsten sehen wir uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao.